kommt bei manchen Machern des Sonntagskrimis gar nicht gut an. Axel Prahl, einer der Stars des beliebtesten Teams der Reihe, sagte der Bild am Sonntag, der Münsteraner Tatort basiert im Grunde genommen auch auf einem Experiment. Wir hatten zu Beginn durchaus negative Reaktionen. Die gibt es auch zwischendurch immer mal wieder, aber wer das Risiko nicht eingeht, auch mal zu scheitern, der kürzlich in der Reihe den Raff-Krimi Der rote Schatten verantwortete, befürchtet in der Bild am Sonntag eine neue Langeweile. Tatorte sind Polizeifilme. Polizeifilme dürfen grundsätzlich ohne Einschränkung immer alles, solange sie in irgendeiner und durchaus auch in dramaturgisch-experimenteller Weise eine packende Ermittlung erzählen. Auch ein konventioneller Tatort könne toll sein, meint Graf, aber nur mit Konventionalitätszwang allein erreicht man keine Qualitätssicherheit in dem Moment, wo die Zuschauer vor Unterforderung nur noch gehen. Hat man den Tatort jedenfalls zerstört. ARD-Fernsehfilmkoordinator Jörg Schönborn hatte Ende Oktober der deutschen Presseagentur die Experimente-Beschränkung bei der beliebten TV-Reihe bestätigt. Über die zuvor Tatort-Fundus der berichtet hatte. Daraufhin ging eine Debatte bei Medien und Fans los. Die Bild am Sonntag zitierte jetzt Tatort-Koordinator Gebhard Henke, welche Tatorte den ARD-Oberen überhaupt als experimentell gelten könnten. Sicherlich Babbeldasch und Fürchte dich, also ein am Stück gedrehter, völlig ohne Schnitt auskommender Film von Dani Levy, Alles auf Zucker, der noch gesendet werden muss. ARD-Programmdirektor Volker Heeres sagte der Bild am Sonntag, wir wollen den Tatort nicht kreativ beschneiden und eindampfen. So viel ist klar, aber er muss den Markenkern des Sonntagskrimis aufrechterhalten und darf sich nicht in Spielereien verirren, die kein Zuschauer mehr versteht. Quelle: ntv.de